Frohe Ostern, der Herr ist auferstanden. Mit diesem kleinen Ostergruß wünschen wir euch ein frohes und gesegnetes Osterfest. Die Ostergeschichte, das ist für mich eine Hoffnungsgeschichte. Die ganze Zeit gibt es Gründe, eigentlich die Hoffnung aufzugeben, aber jeder, der irgendwie mit Ostern zu tun hat, gibt die Hoffnung nicht auf. Das beginnt Karfreitag, Jesus stirbt. Die Frauen gehen zum Grab, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Sie geben die Hoffnung nicht auf. Unterwegs fragen sie sich, wer wird uns den Stein wegwälzen? Sie geben die Hoffnung nicht auf und kommen zum Grab und sehen, der Stein ist bereits weg. Sie gehen in das Grab und dort sehen sie Jesus nicht. Sie geben die Hoffnung nicht auf und begreifen, der Herr ist auferstanden. Und dann wollen sie davon weiter erzählen, aber sie fragen sich, wird uns denn jemand glauben? Sie geben die Hoffnung nicht auf und erzählen davon, was sie erlebt haben. Die ganze Ostergeschichte ist eine Hoffnungsgeschichte. Eine Geschichte von Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben. Und weil das viele Menschen gemacht haben, die Hoffnung nicht aufgegeben, sondern an die Osterbotschaft, an die Auferstehung geglaubt haben, darum hören wir noch heute von dieser Geschichte. Aber am ersten Tage der Woche sehr früh kamen sie zum Grabe und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Verwirrt überlegten sie, was sie jetzt tun sollten. Da traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen und schlugen ihre Angesichter nieder zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. So schnell sie konnten, liefen sie in die Stadt zurück und verkündigten das alles den Elfen. Zu den Frauen gehörten Maria aus Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Es wird Frühling. Man hört's, man sieht's, man schmeckt's. Man fühlt es durch und durch. Die Hoffnung nicht aufgeben, sondern Hoffnung weiterzugeben, das finde ich gerade total wichtig. Ich weiß, dass es viele Gründe gibt, die Hoffnung aufzugeben. Es gibt viel zu viele Abschiede in letzter Zeit. Es gibt viel zu viel Aufregung. Hass, Hetze, viel zu viel Unverständnis auf so vielen Seiten. Hartherzigkeit statt Barmherzigkeit, Angst statt Hoffnung. Aber ich will von den Frauen lernen. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Und dann sehe ich sie auch, dieser Hoffnungsschimmer. In der Natur wird es Frühling. Und dann sehe ich sie, die Menschen, die mich inspirieren, die mir Hoffnung schenken. Dann höre ich die Bibelverse, die mir Kraft geben, Worte, die irgendwie mein Herz berühren und mir gut tun. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, sondern ich will genau das pflegen. All die guten Gründe, um Hoffnung zu haben. Und dann denke ich zum Beispiel an die junge Gemeinde, die gemeinsam vorm Bildschirm und doch ganz eng miteinander verbunden die Hoffnungstüten gebastelt haben. 250 Stück für die ganze Gemeinde, um Hoffnung weiterzugeben. Dann denke ich an Menschen, die ihren Job von ganzem Herzen machen. In der Pflege, in den Kitas, Lehrerinnen und Lehrer, in den Verwaltungen. Menschen, die manchen Grund haben, auch Hoffnung aufzugeben, mit Umständen unzufrieden zu sein,
und die trotzdem dranbleiben. Dann denke ich an unsere Konfis, die nicht genau wissen, wie sie die Konfirmation feiern können, aber trotzdem sagen, doch, das ist jetzt dran, ja, mit Gottes Hilfe. Dann denke ich an Menschen, die ich begleite, die sagen, ahnen, hoffen, ja, fest vertrauen, wir werden uns wiedersehen. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Mir machen Menschen Mut, die sich für das Gute einsetzen, für Gerechtigkeit, für ein gutes Miteinander. Auch das scheint ja oft ein hoffnungsloser Kampf zu sein bei allem Egoismus, bei allem, das war schon immer so. Aber ich glaube, dass es ganz wertvoll ist, nach Gründen für Hoffnung zu suchen, gerade dann, wenn man meint, alles sei hoffnungslos. Mir tut es gut, mit anderen Menschen zu reden und nach diesen Hoffnungsmomenten Ausschau zu halten. Zu schauen, was mein Herz braucht. Welche Menschen, aber auch welche Informationen. Ganz ehrlich, mir gibt der Corona-Podcast mit Christian Drosten Hoffnung, weil dort komplexe Zusammenhänge eingeordnet werden. Weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die nüchtern und sachlich die Dinge machen und nicht in irgendwelche Talkshows gehen oder reiserische YouTube-Videos produzieren. Ich glaube, sowas brauchen wir. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Auch und gerade jetzt. Die Hoffnung von Ostern, das ist eine Hoffnung, die über diese Hoffnungsmomente noch hinausgeht. Eine Hoffnung, die im Leben und im Sterben trägt. Und diese Hoffnung, mit der möchte ich leben und die möchte ich weitergeben. Ich zünde eine Kerze an für alle, die keine Hoffnung haben, denen es schwerfällt, Hoffnungsmomente zu sehen. Ich zünde eine Kerze an für alle, die einsam sind, denen gerade Menschen fehlen. Ich zünde eine Kerze an für alle Kinder, alle Jugendlichen. Ich zünde eine Kerze an für alle, die für andere da sind, in der Pflege, in den Kitas. Ich zünde eine Kerze an für alle, die die Hoffnung nicht aufgeben. Weil viele Menschen die Hoffnung nicht aufgegeben haben, hören wir noch heute davon. Mit dem Osterruf haben sich die ersten Christen begrüßt. Der Herr ist auferstanden. Darum soll dieser Gruß am Ende des Videos stehen. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Seid gesegnet, bis wir uns wiedersehen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 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 Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!